Hallo ihr Lieben, ich möchte jetzt gern ein neues Format ausprobieren. Ich hoffe, das wird was. Und zwar ein Lesetagebuch. Bisher habe ich noch nie eins gemacht und ich möchte jetzt eins starten zu Auf immer gejagt. Ja, das lese ich zusammen mit der lieben Steffi, der Lady of the Books. Und ich finde, es ist wunderschön, es fasst sich wunderschön an, die Schrift und die Gestaltung. Gefällt mir wirklich extrem. Ob dieses Jugendbuch mir auch inhaltlich gefällt, das seht ihr dann quasi hier in diesem Format. Wir starten heute mit der Leserunde, deswegen hier erstmal die Ankündigung. Und es geht um Tessa. Ich stelle mir die Welt ein bisschen mittelalterlich vor. Ihr Vater ist wohl der Kopfgeldjäger des Königs. Und der hat sie ausgebildet als so eine Art Fährtenleserin. Also ich denke, Tessa kommt im Wald richtig gut zurecht. Etwas, was mir sehr gut gefällt, das hat mir zum Beispiel auch bei Tribute von Panem gut gefallen. Völlig unterschiedliches Thema, ne? Aber dieses im Wald zurechtkommen, selbst jagen können, Fährten lesen können, irgendwie sowas, das finde ich immer richtig spannend, ja, und Tessa selbst wird nur geduldet durch ihren Vater, weil der eben für den König arbeitet, aber ihre Mutter ist irgendwie aus dem Nachbarland und nutzen eine Magier und scheint alles ein bisschen ein Intoleranzproblem zu sein mit der Magie. Und ihr Vater wird getötet und dementsprechend, weiß Tessa gar nicht, wohin mit sich, und ich glaube, der König macht ihr ein Angebot, dass sie sozusagen aufgenommen wird oder ihren Ruf verbessert, wenn sie den Mörder des Vaters findet. Und das scheint aber wohl der Ziehsohn zu sein, mit dem sie aufgewachsen ist. Und das kann sie sich alles gar nicht so vorstellen. Das ist das, was ich bis jetzt weiß. Ich bin ultra gespannt. Ich hoffe, es gefällt mir und ich werde es nicht verreißen müssen. Das weiß man, das ist bei Jugendbüchern ja manchmal so eine Sache, ne? Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ich erzähle dann später mehr dazu. Bis dahin, tschüss! Hallo ihr Lieben, ich möchte heute über meinen ersten Eindruck zu Auf immer gejagt sprechen. Ich habe erst die ersten 50 bzw. 56 Seiten gelesen. Das ist jetzt natürlich noch wenig, aber ich denke, das, was ich jetzt noch erzählen kann, ist noch kein Spoiler. Und alles, was ich euch später erzähle, das werden ja dann eher so mehr Eindrücke sein und weniger die Handlung. Ja, also, was ich bis jetzt verifizieren kann, es geht um die Tessa, die von ihrem Vater gelernt hat, wie sie im Wald zurechtkommt. Sie kann Fährten lesen, sie kann Bogenschießen, was ich sehr cool finde, weil ich habe ja auch vor 2 Jahren das Bogenschießen gelernt. Finde ich sehr cool. Sie kann auf die Jagd gehen, sie kommt also zurecht, kann auch Spuren verwischen und so weiter und so fort. Und was mir bewusst war, und ich hoffe euch auch, es passiert auf den ersten Seiten, dass man erfährt, dass ihr Vater gestorben ist. Ne? Deswegen, ich sag's mal dazu, bevor gleich jemand Spoiler schreit. Ich dachte bloß, es passiert ein bisschen später und dass man den Vater erstmal so ein bisschen kennenlernt und die Chemie zwischen den beiden und wie er ihr sozusagen das Fährtenlesen ein bisschen noch ein paar Tipps gibt, nachdem sie ja jahrelang ausgebildet wurde, aber die Szene ist tatsächlich so, dass sie gleich am Anfang im Wald ist, sich etwas zu essen beschafft und rückblickend schaut, der Vater ist gestorben, sie war jetzt 2 Monate in Trauer und weiß jetzt nicht, wohin mit sich, weil eben ihre Mutter eine Hexe und eine Verräterin aus einem befeindeten Land ist, beziehungsweise früher waren es eben mal 2 Länder, die gut miteinander konnten und die auch viel Handel getrieben haben. Und irgendwann kam dann ein Herrscher auf die Idee, dort eine Mauer zu errichten und seitdem sind die geächtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Geschichte dazu noch aufgegriffen wird. Außerdem sind es sicherlich wieder 3 Bände, also muss da noch einiges politisch passieren. Darauf bin ich schon sehr gespannt, auf die Geschichte. Und außerdem denke ich, dass es nicht so einfach sein wird mit Schwarz und Weiß. Und davon abgesehen ist die Tessa ja eine halbe Hexe. Ja, aber deswegen hat sie sozusagen keinen Besitz. Sie ist geächtet, keiner möchte mit ihr handeln. Und das ist sozusagen der Anfang, dass sie nicht weiß, wohin mit sich. Und dass der König ihr dann, beziehungsweise der Berater ihr ein Angebot macht, sie soll den Mörder ihres Vaters suchen. Und das ist wohl der Cohen, der bei ihrem Vater gelernt hat, der jetzt sozusagen auch ein Kopfgeldjäger, war es Kopfgeldjäger? Ne, das andere, ich habe es euch gestern gesagt, der auf jeden Fall
da für den König auch gearbeitet hat, der mit der Tessa aufgewachsen ist. Und ich denke, sie ist auch verliebt in ihn. Ja, er ist 20, sie ist jetzt 18 und sie soll sich auf die Jagd nach ihm machen. Und ja, es scheint so, als möchte er, dass er gefunden wird. Das ist das, was ich bis jetzt sagen darf. Interessant ist auch, dass die Tessa wohl ein paar Kräfte hat. Sie hat so eine gewisse Intuition. Sie kann Lügen erkennen. Und zwar immer, wenn man ihr die Wahrheit sagt, dann ist es in ihr so warm, heiß, heiße Gefühle. Und wenn es in ihr kalt wird, dann erzählt man ihr Lügen. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um sozusagen ein bisschen auf dem Weg voranzuschreiten. Und ja, wobei man erzählt ja ständig, also ich habe echt so mich ein bisschen gefragt, es ist ja nicht nur die Lüge und die Wahrheit, sondern man redet ja den ganzen Tag und das heißt, sie hat halt ständig diese warm-kalte Dusche in sich. Naja, sei mal dahingestellt. Also bis jetzt der erste Eindruck ist, es lässt sich locker flockig lesen. Ich mag Tessa, ich mag, was ich angekündigt hatte, wie sie in dem Wald zurechtkommt und dass sie Fährten lesen kann und Bogen schießen kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie Cohn findet und wie sich das alles auflöst. Er kann ja wohl kein Böser sein, denn ich denke, das ist ihr Love Interest. Und aber es wird in den nächsten Bänden wahrscheinlich hoch und runter gehen damit. Und ja, ne, und außerdem kann es nicht so einfach sein, wenn es mehrere Bände gibt. Das ist der erste Eindruck und mal sehen, wann ich euch wieder Eindrücke dazu erzähle und was ich euch dann überhaupt noch erzählen darf. Ja, bis dahin. Tschüss! Hallo ihr Lieben, wieder ein kleiner Zwischenbericht zu Auf immer gejagt. Ich habe jetzt die ersten zwei Leseabschnitte gelesen, dementsprechend bin ich auf Seite 114. Ich wollte das Lesetagebuch eigentlich gar nicht so kleinschrittig machen. Aber ich muss sagen, so 100% glücklich bin ich mit dem Buch gerade nicht, denn auf diesen 100 Seiten ist so viel passiert. Darüber hätte ich ehrlich gesagt ein ganzes Buch geschrieben. Also nach weniger als 100 Seiten hatte Tessa Cohn nämlich schon gefunden und sie haben quasi über alles geredet und es ist alles tutti. Und ja, ich weiß nicht, daraus hätte ich ehrlich gesagt den Inhalt des ersten Bands gemacht. Ne? Also dass sie ihn richtig schön lange jagt und ihre Fähigkeiten anwenden muss. Und ja, und ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen um die Story betrogen, weil ich das Gefühl habe, dass die Autorin, die Erin Summerhill, sich gar keine Zeit lässt und gar keine Atmosphäre entstehen lässt. Also das, was mir bei Kuss der Lüge so richtig gut gefallen hat, dass man quasi als Leser auch den Boden gespürt hat, wenn man dort irgendwie geschlafen hat, dass man Bäume riecht oder dass man die Rinde spürt unter seinen Fingerspitzen oder dass man irgendwelche Beeren riechen kann, wenn man durch den Wald geht oder so. Ne? Also diese ganze geile Atmosphäre, die man als Leser haben kann, das fehlt hier komplett, weil die Autorin galoppiert durch die Geschichte. Und ja, und ich finde, sie verschenkt dadurch sehr viel an Atmosphäre, weil sie irgendwie diese Handlung so auf Teufel komm raus vorantreibt. Ja, und dann ist in diesem Abschnitt auch noch was passiert, wo ich mir dachte, das ergibt keinen Sinn. Also ohne zu viel zu sagen, aber sie ist ja auf die Suche geschickt worden nach diesem Cohn. Wie gesagt, ich dachte, darum geht es in dem ganzen Buch. Und ja, und sie begleitet einen Kommandant und zwei Wachen, damit sie sozusagen nicht abhaut. Und der Kommandant, der ist zwar recht, naja, er ist jetzt nicht der netteste Zeitgenosse, ne? Aber er ist schon schlau, also er weiß schon, wo es hingehen soll. Und er hat ja eigentlich den Auftrag, immer diese Tessa im Auge zu behalten, dass die auch ja die Spuren sucht und am Anfang ist sie auch noch gefesselt und sie muss erstmal zeigen, dass sie tatsächlich auch hilft bei der Suche nach dem Cohn und so weiter. Und dann tut sie etwas, weswegen er sie bestrafen muss. Und da hätte man alles Mögliche machen können. Man hätte ihr eine Ohrfeige geben können oder das Vertrauen, was sie mittlerweile genossen hat, ne? Also dass sie jetzt nicht mehr gefesselt war, dann hätte man sie halt wieder fesseln können. Oder man hätte, dass sie einen Tag nicht zu essen bekommt. Oder dass man, wenn sie sich erleichtern muss, dass man sich neben sie stellt und sie sozusagen entwürdigt dadurch.
zig Möglichkeiten. Was tut er? Er lässt sie auspeitschen, sodass sie 2 Tage lang vor Schmerzen nur da liegt und nichts tun kann. Und da muss ich sagen, da steige ich aus. Also ein Hauptmann, ich glaube, der Hauptmann war es. Naja, auf jeden Fall ein etwas höheres Tier der Wache. Ein Hauptmann, der die Aufgabe hat, den Typen zu jagen und der die Tessa als Spurenleserin mitnimmt, um schnell voranzukommen, der peitscht doch nicht das Mädchen aus, sodass sie bewegungsunfähig ist, sozusagen. Und dass sie 2 Tage lang nicht vorankommen. Das sind 2 Tage, die sozusagen eigentlich die ganze Suche gefährden. Gut, die Autorin hat sich die Suche ja sozusagen gespart. Aber das kann der Hauptmann ja nicht wissen. Also ich finde, das ist ein großer Logikfehler der Autorin. Da hat irgendwann nicht aufgepasst. Warum sollte der Hauptmann das tun? Ja, also ja, dort steht drin, ja, er ist fair und er steht dann auch zu seinen konsequenten Worten und bla bla bla. Oder er ist konsequent. Aber warum sollte er die ganze Mission gefährden, um sie mit dieser Strafe zu bestrafen, verstehe ich nicht. Also muss ich echt sagen, habe ich schon mal besser gesehen. Und ja, also es lässt sich gut lesen. Es ist so auch spannend, dadurch, dass es natürlich so vorangeht. Aber die Autorin lässt sich keine Zeit, es entsteht keine Atmosphäre. Und weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum das alles. Also ergibt für mich so, wie es gemacht hat, erstmal keinen Sinn. Mal gucken, wie mir jetzt die anderen 300 Seiten so gefallen werden. Ihr werdet es bald erfahren. Bis dahin. Hallo ihr Lieben. Heute nur ein ganz kleines Update zu dem eigentlich sehr wunderschön gestalteten Buch. Ich bin nämlich auf dem Sprung und ich möchte es aber heute Abend noch beenden und deswegen sozusagen nochmal ein kleiner Zwischenstand. Ich bin jetzt auf Seite 294. So sieht das mittlerweile aus. Ich habe jetzt noch 110 Seiten zu lesen. Und ja, mit dem Buch geht es bei mir auf und ab, beziehungsweise mehr ab als auf. Ich kann immer noch nur das, also viel dasselbe sagen, was ich vorher gesagt habe. Die Autorin, die galoppiert durch diese Welt. Sie nimmt sich meiner Meinung nach wenig Zeit für das Worldbuilding und ich weiß eigentlich immer noch nicht, wie die Personen aussehen, außer dass die Tessa halt total blonde Haare hat und blaue Augen, aber diese ganzen Nebenfiguren, die sind total blass und dann haben sie jetzt quasi auch das Land verlassen vor einer Weile und sind jetzt bei dem anderen, den verfeindeten Land, den Shardanern, die da Magie ausüben zum Teil. Und ja, irgendwie habe ich da immer noch keine Unterschiede wahrgenommen. Gibt es dort überhaupt Unterschiede? Ich weiß, es muss nicht unbedingt welche geben, aber es kann ja auch sein, dass es dort eine andere Bauweise gibt, dass die Leute andere Sachen tragen, dass andere Berufszweige dort viel mehr gefördert werden und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, wie diese Welt aussieht. Ich finde es sehr traurig. Und und dann wurde es aber mal spannend, weil ich darf ja nicht zu viel sagen. Auf jeden Fall möchten Tessa und Konya herausfinden, warum Tessas Vater gestorben ist. Und da gibt es so eine Art, ich nenne es mal Intrige. Genau weiß ich auch nicht, was da vonstatten geht und viel erklären möchte ich dazu nicht. Und den Handlungsstrang fand ich sehr spannend. Dachte ich mir, oh, jetzt geht's langsam voran. Jetzt wurden so kleinere Informationen aufgedeckt. Das kann auf jeden Fall noch spannend werden. Und ich denke mal, das ist auch ein Grund, weswegen ich durchaus wahrscheinlich an dem zweiten Teil interessiert wäre, um herauszufinden, wie sich diese Intrige oder dieses Machtspiel da weiter verstrickt und auflöst. Ja, aber dann hat Tessa hat immer mal so Gefühle und Empfindungen und ist wütend auf ihrem Vater und auf ihre Mutter und dann wieder auf ihrem Vater aus Gründen, für die gar nicht immer irgendwie was können und auch auf andere Sachen. Ihr Vater soll dies oder das getan haben und sie, oh mein Gott, auf keinen Fall. Wobei eigentlich wäre es ja was Gutes, wenn ihr Vater das jetzt, sagen wir mal, getan hätte, aber irgendwie, sie ist da total entsetzt und ich weiß nicht, sie hat da manchmal so Gefühle, mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Und jetzt zum Schluss, es ist das Letzte, was ich gestern gelesen hatte, da wurde jetzt was aufgelöst, darauf habe ich jetzt schon die ganze Zeit
gewartet. Ich habe mir gedacht, dass die Autorin das so tut. Sie hat es auch so getan. Und dann auch wieder großes Entsetzen und Streit und große Gefühle. Ja, also mittlerweile bin ich so vom Lesegefühl bei 3. Es können vielleicht noch 3,5 Sterne werden, wenn sie jetzt am Ende auf diesen letzten 100 Seiten noch irgendwie was Geniales auspackt. Wären es vielleicht noch 3,5 Sterne, 4 auf keinen Fall. Dieses Buch. Ich habe gestern der Steffi Sprachaufnahmen aufgenommen, weil ich so gefrustet war. Sie hat sie abgebrochen. Über das, was da passiert ist und warum die Tessa das so gemacht hat. Ich weiß es echt nicht. Also, ja, das Buch kann man lesen. Ich bin auf jeden Fall trotzdem noch gespannt, was auf den letzten 110 Seiten passiert. Und ich werde euch da auf jeden Fall noch abschließend informieren. Aber ja, also mein Lieblingsbuch wird es nicht. Und ich bin mal gespannt, ob ich die Fortsetzung dann noch lesen wollen werde oder nicht. Erfahrt ihr dann jetzt gleich. Bis dahin. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich habe Auf immer gejagt beendet. Und hier folgt sozusagen mein Abschluss, meine Abschlussgedanken, meine Rezension sozusagen. Ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es vorbei ist. Es klang ja, denke ich mal, schon ein bisschen in dem Lesetagebuch an, dass es meiner Meinung nach nicht das beste Jugendbuch ist, was jemals geschrieben wurde. Und ja. Am Ende hat mich noch mal ein bisschen an der Spannung gehalten, dass es so eine Art Verschwörung geben sollte um den König. Na, ich will nicht zu viel verraten, warum es zum Krieg kommt. Den Handlungsstrang hätte ich interessant gefunden, wenn man irgendwas daraus gemacht wurde. Das wird dann wahrscheinlich erst irgendwann in Band 2 oder 3 aufgelöst. Es wurde nur so ein bisschen angetatscht, das war mir zu wenig. Also es hätte mehr Potenzial gehabt. Ich fand, das war ein ganz spannender Handlungsstrang. Und ja, ansonsten, Tessa wurde in diesem Band dreimal gefangen und ein Kapitel später war sie wieder frei. Ich betrachte es nicht als Spoiler, weil, wie gesagt, sie wurde gerade gefangen und 5, 6, 7 Seiten später. Ich muss den Akku aufladen. Hätte ich mir denken können mit dem Akku, ne? Ja, 5, 6, 7 Seiten später ist sie schon wieder frei. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, weil es passiert immer sofort. Es gibt keine wirklichen Probleme. Außer etwas, was vielleicht hätte traurig sein können, aber auch das Potenzial dort nicht. Also auch die ganze Dramatik der Geschichte wurde gar nicht genutzt, weil es ist immer zack, 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 zack passiert. Ne? Also durch den Galopp dieser Autorin ist einfach die ganze Atmosphäre flöten gegangen, die ganze Dramatik ist flöten gegangen. Tessa hat sich immer nur über irgendwas aufgeregt. Und als sie mal das Recht gehabt hätte, sich über irgendwas aufzuregen, dann ging es einfach weiter. Also dieses ganze Buch, ja, also es ist ein Buch der Sorte, von dem ich mir denke, warum wurde es geschrieben? Ich habe im Endeffekt 2,5 Sterne vergeben, weil es ja durchaus spannende Elemente hatte und auch eine gute Grundidee, aber die Umsetzung, die war einfach nichts. Also ich denke nicht, dass ich weiterlesen werde. Es interessieren mich zwar ein, zwei Sachen, wie sie aufgelöst werden, aber im Endeffekt kann ich es mir denken, so wie die Autorin hier mit Problemen umgegangen ist, wird sie wahrscheinlich auch weiterhin mit Problemen umgehen. Dementsprechend brauche ich es eigentlich gar nicht zu lesen, sondern kann mir das jetzt schon so zusammendenken und mir die Lesezeit sparen. Ja, sehr schade. Ich hatte mich sehr gefreut. Das Buch sieht wunderschön aus. Die Geschichte war vielversprechend, aber ja, für mich war es nichts und ja, und das ist ein Buch, wo ich nicht immer sagen kann, naja, muss sich jeder selbst ein Bild machen, weil es gibt einfach so viele bessere Jugendbücher, wo man sich selbst ein Bild machen kann und sich drüber streiten kann. Das war einfach irgendwie nichts. Tja, schade. Wirklich schade. Naja, so war auf jeden Fall mein erstes Lesetagebuch. Ich werde es die nächsten Tage hochladen und bin erstmal gespannt, wie das überhaupt bei euch ankommt. Weil es jetzt, glaube ich, schon über 20, also knapp 25 Minuten sind und wer überhaupt so lange dran bleibt und wen das überhaupt interessiert, wie ich mit einem Buch
vorankomme. Ich habe dann noch ein Lesetagebuch zu Erwachen des Lichts angefangen von Jennifer L. Armentrout. Und ich habe das neue Buch von Ursula Poznanski, was bis zum 11. August eine Rezensionssperre hat. Und da hatte ich überlegt, dass ich jetzt auch nächste Woche mit dem Buch anfange und da ein Lesetagebuch dazu mache und das dann nach der Sperrfrist sozusagen veröffentliche. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Und ansonsten hoffe ich jetzt auf bessere Lektüre in der nächsten Woche. Und wir sehen uns bis dahin. Tschüss!